Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Gelb. Und wie ich versprochen habe, geht es weiter mit Mashomai. Ja, und Mashomai habe ich auf Level 37 trainiert. Ja, und es hat Energiefokus gelernt. Wuhu, das bringt zwar nicht bei den Attacken, aber nun gut, es ist immerhin mal eine neue Attacke. Und ich hoffe, dass es noch einige neue Attacken lernen wird. Und meiner Erinnerung nach ist in der Cisco noch eine TM, die ich Mashomai wahrscheinlich beibringen werde. Eine sehr wichtige, die ich ihm wirklich beibringen werde. Aber zuerst geht es in die Arena, beziehungsweise in die zweite Arena von der lieben Stadt, Prismania City. Saffronia City. Warum bin ich in Prismania City noch? Und es erwarten uns einige Kampftrainer. Hoia! Unbefugten ist der Zutritt zu unserem Kampf-Dojo verboten. Ich bin aber schon drin, Pech gehabt. Der liebe Karateka, unser Schwarzgurt, will kämpfen. Und er setzt Mashola ein, Level 31. Und ich komme mit Mashomai. Und der Witz des Jahrtausends kommt mal wieder, nämlich Karateschlag hat auch eine hohe Volltrefferquote. Fußkick dürfte eigentlich abziehen bei Prolo. Und ja. Ah, spezielle Erfahrungspunkte, das ist natürlich sehr gut. Das heißt, Prolo wird ein bisschen einfacher zu trainieren sein. Wunderbar, ich erreiche Level 38. So, Karateschlag nochmal. Wenn das so schnell geht, bin ich sehr froh. Aber man sieht, Karateschlag macht auch nicht andauernd Volltreffer. Jedenfalls nicht so oft wie Schlitze. Kratzfurie. Dreimal trifft mich Kratzfurie. Volltreffer! Und damit 1482 Erfahrungspunkte für mein liebes Prolo. Ich gebe auf. Und der nächste. Und der nächste Trainer, der mir ein Schwarzgurt ist. Dessen Schwarzgurt man eigentlich kaum sehen kann. Maholo wird eingesetzt, Level 32. Mashomai hat noch 65 KP. Oh nein, der schwarze Silberblick senkt meine Verteidigung. Und Prolo besiegt Masholo. Mashok, das ist nicht Pomon. Gut, dass ich Mashomai habe. Ich denke mal, Level 39 ist nicht mehr so weit fern. Durch die ganze spezielle EP würde ich relativ schnell aufholen. Volltreffer! Und 1500 Erfahrungspunkte. Reicht aber noch nicht für ein Level-Up. Schiedsrichter, Bibi, rote Karte. Haha, ist aber keiner in der Nähe. Ist kein Schiedsrichter in der Nähe. Sehr, sehr interessant. Schwarzgurt will kämpfen, der setzt einen Razzap ein. Level 36. Dann fangen wir doch an. So, er fängt mit Raserei an. Warum auch nicht? Verfällt in Raserei. Angriff nimmt zu. Und dann? Verfällt in Raserei. Angriff nimmt zu. So ist doch. Bis jetzt merke ich davon noch relativ wenig. Wunderbärchen, der Volltreffer war komplett unnötig. Und Level 39. Das ist aber nötig. Wow. Mashomai macht mich richtig stolz. So. Was haben wir denn hier so für Items? Supertrank. Ich könnte mal einige Hypertränke kaufen. Oh, Dictry ist auch nur Level 39. Ist natürlich nichts als das Burner-Level jetzt unbedingt. Aber lassen wir uns doch gegen diesen Trainer nicht den Kampf entgehen. Der Satz war komplett unlogisch von der Grammatik her, aber das habt ihr einfach ignoriert. Wir sind halt im Kampf-Dojo, da darf man halt nicht so viel Intelligenz vermitteln. Man sagt ja auch meistens, die viel Kraft in der Arme haben, haben nicht viel Grips in der Birne. Sagt man ja mehr so gerne. Stimmt aber manchmal gar nicht.
Nicht, dass ich jetzt das Präzedenzbeispiel dafür wäre. Also, eigentlich bin ich sogar das Beispiel für diesen Spruch, den ich gerade gebracht habe. So, Raserei ging mal glatt daneben. Wunderschön. So, machen wir noch einen Fußkick hinterher. Ich denke mal, das sollte dann reichen. Ja. Und auch Level 40 reicht das. Wunderbar. Wunderbar. So, wenn das so schnell weitergeht, bin ich froh. Ich gebe auf. Sehr gute Einstellung. Willkommen! Ich bin der Karate-Meister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus. Also gut. Ich kenne keine Gnade. Los geht's. Und normale Kampfmusik. Fail. Er ist ja auch nur ein Karateker. Aber einer, der ein bisschen stärker ist. Fangt mit Kikley Level 37 an. Medation. Tja, kann auch nur Kikley, glaube ich. Fegekick. Das ist auch einer Kikleys Spezialattacken. Man sieht in der ersten Generation, Kikley hat noch relativ viel Angriff. So, kriegt mal jede Menge Erfahrungspunkte gleich. Kometenhieb, der wird auch einiges abziehen. Auch eine Spezialattacke von Nocturne. Darf zweimal angreifen, ungewöhnlich. Aber es reicht. Es reicht für den lieben Schwarzgurt zu besiegen. Arg, ich wurde geschlagen. 925 Erfahrungspunkte. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Das Emblem kann man außerdem in der dritten Generation in Blattgrün und Feuerrot sehen. Hier sieht man einfach nur so zwei Schriftrollen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins von ihnen aus. Wollen wir Kikley oder wollen wir Nocturne? Ich nehme natürlich Kikley. Also mit Nocturne kann ich persönlich nichts anfangen. Nö. Wunderbar, wird direkt transferiert. Braucht man sich auch um den Gang ins Pokémon Center nicht zu kümmern. Und ich habe gesehen, ich brauche einige Hypertränke. Ich kaufe in der ersten Generation, um ehrlich zu sein, ungern Hypertrank. Das hängt aber nur damit zusammen, dass Hypertrank in der ersten Generation 1500 kostet. Und deswegen ist das ein bisschen teuer, meiner Meinung nach. Das wird mich jetzt auch 30.000 Poké-Dollar kosten. 20 Hypertrank gerade mal, also da kauft man sich lieber in der ersten Generation gleich einen Top-Trank. Aber die gibt's noch leider nicht, deswegen muss ich hier auf Hypertrank zurückgreifen. Wie sieht's denn Pokémon-technisch aus? Ja, ich denke mal, ich kann ja zu meiner Freundin kurz vorbeigehen, oder? Yay, Schwester Joy! Du musst mich von meinen Beschwerden heilen! Hat's Pikachu gut, denke ich mir manchmal, wenn es so hinten auf die Ladetheke geht. Ich würde mich auch gerne mal von Schwester Joy behandeln lassen. Aber ich weiß nicht, was in dieser Blackbox da hinten ist. Vielleicht ist das so ein geiler Dark Room. Pikachu, du wirst mir nicht schwul. So, wir fahren mit dem Fahrrad. Oh meine Güte. Die gefürchtete Blackbox im Pokémon. Oh Gott. Passend dazu die Silskow-Musik. Und ja, wir sehen den tollen Springbrunnen in Form von Wasser. Ja, in der zweiten, in der dritten Generation sieht man hier wenigstens einen schönen Springbrunnen. In der zweiten Generation sieht man hier eigentlich gar nichts davon. Und ja, jetzt heißt es erstmal Treppen laufen und jede Menge Rockets für besiegen. Und das wird einige Folgen lang dauern. Hey Kleiner, was willst du denn? Ich will definitiv nicht den Arsch versohlt bekommen und Pikachu auch nicht. Jetzt muss ich immer sagen, dass Pikachu nicht schwul ist. Okay. Ein für einmal, wir stellen klar, Pikachu ist nicht, gut. Pikachu ist weiblich. Wir sagen jetzt einfach, Pikachu ist weiblich. Obwohl, das würde gegen die Folge verstoßen. Nee, Pikachu muss männlich sein. Es ist kein weibliches Pikachu, was Ash hat. Ach, dass das ausgerechnet mit so langweiligen Zubat- und Golbat-Kombinationen hier anfängt. Voll
Treffer! 288 Erfahrungspunkte. Wunderbärchen, ich röste jede Fledermaus. Egal welches Level es hat. Wir weichen wieder auf Donnerblitze aus. Und ein weiteres Zubat. Und Team Rocket ist besiegt. Beziehungsweise ein Team Rocket-Rüpel. Hahaha, es gibt noch so viele. Ach ja, es gibt ja auch noch diese tollen Forscher. Gehören auch noch zu Team Rocket dazu. Und um ehrlich zu sein, der Forscher-Sprite hat ein bisschen was vom Glatzkopf-Sprite. Weil wenn ihr mal unten hinguckt, ja, das sieht doch so ein bisschen aus wie so ein Kuhäuter. Findet ihr nicht? Also ich finde, das hat eine Ähnlichkeit von einem Kuhäuter. Schon immer. Es ist zwar nicht so ganz so episch wie der Glatzkopf, aber Kuhäuter, ich sag euch. Das ist doch ein Kuhäuter, oder? Was meint ihr? Schreibt in die Kommentare rein, ob ihr denkt, das könnte auch ein Kuhäuter sein. Level 41! Aber nochmals, um den Kuhäuter anzusprechen. Das sieht doch wirklich so aus wie einer, oder? Also, unbedingt in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mal gerne wissen, was ihr dazu sagt. Durch die... Und jetzt wieder auf den Kampf ein bisschen zurückzukommen. Durch den reinen Elektro-Typ ist Karateschlag natürlich nur normal, wieso Magneton jetzt nicht besiegt ist. In der zweiten Generation hätte der Karateschlag definitiv Magneton besiegt. Denn der Stahltyp ist anfällig gegenüber von Kampfattacken. Auch wenn sich in der Realität wahrscheinlich mal schon mal komplett die Hände dran aushauen würde an einem Magneton, das vom Typ Stahl ist. Aber okay, ich stelle mir sehr interessant in der Realität einen Karateschlag bei einem Magneton vor. Ich glaube, Mashumai Hand würde bluten danach. Oder was meint ihr? Kann Mashumai trotzdem mit seiner enormen Kraft in der Realität so ein Pokémon niederschlagen, wirklich? Ich glaube eher weniger. Aber was meint ihr? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ja, einer der wenigen Rockets, die nicht Zubat oder Radfratz oder so hat, sondern Dragosso. Das ist sehr selten. Also das gibt's, glaube ich, in der dritten Generation nicht, soweit ich weiß. Jetzt muss ich husten, Verzeihung. Das passiert mir sehr selten in der Folge. Aber ich muss jetzt doch husten. Kommt nur von dieser Peitsche. Die hat so einen gewissen Druck auf meinen Rücken ausgeübt. Und ich sehe Türöffner, 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 noch mehr Türöffner. Okay, das wird schon mal definitiv nichts hier. Oh, es gibt einen Teleporter. Aber ich will ungern die Teleporter benutzen, bevor ich nicht alle Räume abgegangen bin. Ja, erstmal alle Räume abgehen. Und dann erst die Teleporter benutzen. Man kann auch natürlich die Strategie verwenden, die Teleporter auszuprobieren, bis man zu dem richtigen Teleporter kommt. Und der dann einen zum Türöffner führt. Aber bis man den findet, das kann ehrlich gesagt noch ein bisschen dauern. Karateschlag war normal? Moment, ich glaube, ich habe irgendwas übersehen, oder? Also wenn Karateschlag... Oh, Karateschlag ist eine normale Attacke! Warum habe ich dann bei Zubat vorher zurückgerufen? Das wusste ich nicht, dass Karateschlag eine normale Attacke ist. Und wunderbar, Karateschlag ist auch gerade blockiert, weil ich es ja auch gerade brauche. So, Fußkick ist aber Kampf. Mashumai erreicht ein Level nach dem anderen. In der Folge bereits 5 Level angestiegen. Unglaublich. So, Radikal besiegt. Eieiei. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es eine normale Attacke ist. Ich gebe auf. Sag mal, irgendwie sagen doch alle, ich gebe auf. Habt ihr schon gemerkt, es leckt so ein bisschen, wenn die Tür gerade wieder zugeht, ne? Aber das liegt an dem Skript. Anders konnten sie es damals nicht lösen. So, ich möchte noch gegen Rocket kämpfen. Auch in dieser Folge, bitte. Ich sehe aber, das wird mir irgendwie nicht gegönnt. Doch, ich kämpfe jetzt noch gegen einen.
Ich kämpfe noch gegen einen Rocket. Ich will hier doch den Rocket nicht stehen lassen. Er braucht etwas Züchtigung von mir mit seiner Peitsche. Ja, ja. Doch darauf wartet er noch. Nein, muss nicht unbedingt sein. Soll nicht sein. Und da kommt er schon. Im Schritttempo. Eindringling gesichtet. Oh, oh. Nee, muss nicht sein. Rettern. Level 28. Ich mag diese Suspiden-Witze. Also Suspid ist ein Neologismus, ja. Ihr könnt nicht wissen, was Suspid ist, aber diese Suspid ist bei mir ein unterschwelliger, perverser Witz. Das war gerade ein suspider Witz. Nur zu wissen, dann, was Suspid bedeutet, aber ist nicht so wichtig, ne? Wir kämpfen hier gegen dieses Dragosso mit diesem schönen Kampfknochen. Nein! Dragossos können ja noch gar keine Items tragen. Ach. Mann, woher wusste ich denn, dass das Kampfknochen halt... Nein, ich hab schon wieder gesagt. Ach je. Ach je. Wer oder was bist du? Fortuna. Ich weiß sogar, was das in der zweiten Generation heißt. Hohohoho. Nein, Spaß beiseite. Der Part ist hier zu Ende. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich recht herzlich in ein bisschen schwarzem Outfit hier neben diesem Rocket, der sich umher sieht, und sage bis dann, Servus und Tschüss, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben.